Und damit willkommen zu einer kleinen Episode Palia mit mir, dem Fred. Und heute schauen wir mal auf meinen Innenhof, den ich jetzt tatsächlich fertig, naja, sagen wir mal nicht ganz fertig, aber zumindest fast fertig gebaut habe. Hier außen habe ich schon mal so ein bisschen was an Deko hingemacht, damit das natürlich nicht ganz so, ja, nicht ganz so leer aussieht. Hier fehlt noch was, das bedeutet, ja gut, in 5 Minuten, das ist dann gleich fertig. Oh, das Ding hier muss weg. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Die ganzen Sachen hier, die müssen natürlich alle weg. Ja, ein bisschen blöd. Unbedingt darauf achten, wenn ihr was wegmacht hier, dass ihr das nicht hinter der Wand wegmacht. Das, was auf der anderen Seite der Wand ist, habe ich nämlich gerade gemacht. Aus Versehen so, die Leine muss noch weg. Und dann passt das soweit. Wir können ja mal ganz kurz von oben drauf gucken. So sieht das von oben aus. Und ihr seht ja, dass sich jetzt hier schon wirklich ein bisschen was getan hat. Ist alles noch ein bisschen unsortiert, aber das wird sich dann irgendwie noch legen mit der Zeit. Diesen Pavillon, den muss ich auch mal irgendwann wegmachen oder neu strukturieren, aber das werden wir dann noch sehen. Gucken wir uns doch jetzt mal meinen Innenhof an und ich bin auch gespannt auf eure Innenhöfe. Ihr könnt mich ja gerne mal anschreiben im Spiel, dann gucke ich mal vorbei. Ich habe ja mittlerweile die Freundesliste echt voll. Also, was habe ich gemacht? Erstmal habe ich jetzt hier außen so ein paar Blumen hingemacht, habe an die Ecken so ein bisschen Kerzen hingebaut, da noch so eine kleine Statue, hier die Lampen an der Seite, als Tapete haben wir Bambus, fand ich ganz schön. Ja, diese Blumen sind noch ein bisschen komisch, müsste ich vielleicht mal noch so ein bisschen durchwechseln, aber das mache ich dann schon noch. Hier sind auch noch welche, die ich noch gießen muss, beziehungsweise die noch nicht ganz ausgewachsen sind. Die Kerzen, muss ich sagen, die gefallen mir ganz gut, nur ich hatte hinterher einfach keinen, ich hatte keinen mehr von diesen Tischen, wobei doch, ich habe noch einen, glaube ich. Einer steht, glaube ich, sogar noch draußen. Hier muss ich mal eben sogar noch gießen. Ja, ich habe alle meine Blumen genommen, die ich noch gefunden habe auf meinem Grundstück. Habe die jetzt mal alle hier hingestellt. Hier muss ich auch noch was gießen. Und das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Habe mich jetzt hier auch für so einen Boden entschieden. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut. Wenn man jetzt hier reingeht, unschwer zu erkennen, wir haben jetzt hier den Koi-Teich in der Mitte. Sozusagen das Herz jetzt hier unseres Innenhofes. Dann habe ich jetzt hier diesen glutgeborenen, was, wie nennt sich das denn? Glutgeborenen Schilf ist das, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung. Habe ich jetzt einfach mal hier an die Ecken gesetzt. 4 Stück das Ganze, also einen, da hinten einen und dann hier nochmal welche. Ja, überall natürlich diese schönen Pflanzen hingesetzt, überall die Blumen hingesetzt. Das sieht schon wirklich ganz gut aus. Die hier, diese Lampen, die muss ich bei Tisch immer kaufen, weil ich die komischerweise nicht selber herstellen kann. Das bedeutet hier, da wo ich jetzt hier gerade gieße, da fehlt mir noch eine davon. Oh, ich kann neue Samen holen. Sehr schön. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, da fehlt mir auf jeden Fall noch eine. Hier habe ich noch so eine kleine, von den nur kleinen Schubkarre hingestellt. Also mein Ziel war es im Endeffekt, das alles so ein bisschen lebhaft zu gestalten. Ich bin da wirklich kein Experte, was die Deko angeht. Da seid ihr wahrscheinlich alle viel besser als ich. Ich wollte das alles ein bisschen lebhafter machen, wollte es aber auch nicht überladen. Deswegen ist dieser Bereich jetzt hier zum Beispiel noch frei und der hier ist auch noch frei. Muss aber mal gucken, dass ich da noch irgendwas mache. Ich hatte noch die Planung, da vielleicht hier noch so einen hinzubauen. Vielleicht so, dass man sich da vielleicht noch so hinsetzen kann zumindest und sich das ein bisschen angucken kann. Oder vielleicht, ja, vielleicht auch hier hin oder so. Ja, wobei, da kann man nicht auf die Fische gucken, ne? Das macht ja eigentlich so von dem Realismus her, macht das ja dann eigentlich so mehr Sinn hier, dass man so ein bisschen darüber gucken kann. Sieht auch auf jeden Fall gut aus. Dann haben wir auch schon die erste Besucherin auf meinem Grundstück. Und ja, soweit ist das hier. Wie gesagt, mir fehlt hier noch eine von diesen Lampen. Das ist ein bisschen blöd, dass die fehlt. Ich kann die irgendwie nicht selber bauen. Und dann würde ich mal sagen, wir machen eine ganz kurze Pause, denn ich will das euch mal eben noch einmal bei Tag zeigen. Ich habe jetzt extra ganz schnell aufgenommen, weil es jetzt gerade Nacht war. Jetzt wird es ja gerade Tag. Es ist ja jetzt gleich schon 5 Uhr. Ich muss aber auch noch meine Felder mal eben bestücken. Oh, ich kann hier noch einen setzen. Von den Chappas. Ja, es darf halt auch nicht zu voll werden. Es darf halt auch nicht zu voll werden. Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und auf eure Designs gespannt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist es 10 Uhr. Ich habe ein bisschen gewartet und jetzt seht ihr das Ganze nochmal bei Tag. So sieht das bei Tag aus. Finde ich, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Die Sonne scheint jetzt hier schön rein. Die Lampen lasse ich natürlich trotzdem an. Und ich habe jetzt auf dieser Seite auch noch den fehlenden Kerzentisch hingestellt. Hier muss noch was gegossen werden. Und dann ist das eigentlich soweit fast fertig, muss ich sagen. Es gibt natürlich immer noch ein bisschen
Verbesserungsbedarf. Hier muss zum Beispiel die Pflanze noch wachsen. Aber insgesamt sieht das auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Okay, hier, das hier geht natürlich noch gar nicht. Hier ist noch gar nichts. Den Raum musste ich ja erst noch bauen, damit ich den Zugang habe zu dem Innenhof. Also hier fehlt wirklich noch alles. Aber es ging ja erstmal nur um den Innenhof. Da bin ich soweit schon mal ganz zufrieden. Oh, der Koi. Da war er schon am raushüpfen. Und was ich auch noch gemacht habe gerade. Ich habe mir hier noch eine kleine Schachecke hingebaut, weil ich den Kerzentisch da weggemacht habe und dann fand ich das ein bisschen leer und ja, ansonsten muss ich mal schauen, was ich noch mache. Hier kann ich zum Beispiel noch was hinbauen. Die Seite ist halt jetzt hier noch nicht sehr einladend, muss ich sagen. Und das hier vorne geht. Das hier geht halt auch noch gar nicht. Diese Seite ist noch komplett Mist, so will ich es jetzt mal nennen. Und vor allem das hier zwischen ist auch noch Mist. Und das ist, was wir ja eben auch gesehen haben, dieses Verbindungsstück zwischen diesem Innenhof und hier. Ja, kann man auch noch ein bisschen was machen. Muss man mal schauen, oder ich schaue mal, wie ich das Ganze dann angehe. Und vielleicht kann ich hier auch noch diese anderen Fenster hinbauen, oder? Diese etwas nach außen ja, quasi gerichteten Fenster. Das wäre auch noch was. Also Vorschläge gerne in die Kommentare, kommt mich auch gerne mal besuchen und zeigt mir auch gerne mal eure Innenhöfe und dann sehen wir uns in einer weiteren Episode. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Oh, jetzt habe ich doch noch was vergessen und zwar könnt ihr gerne, wenn ihr das Spiel noch nicht installiert habt, was aber unwahrscheinlich ist, es über meinen Rafflink installieren. Ich brauche nämlich noch zwei Leute, die das installieren, dann kriege ich nämlich diesen Chapa-Brunnen. Den hätte ich ganz gerne noch. Der wird hier, glaube ich, noch ganz gut reinpassen. Also, wenn ihr das noch nicht installiert habt, der Link ist in der Beschreibung oder auch in den Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Mal.